So, und damit herzlich willkommen bei meinem Stream. Hallo Leute. Ich wollte heute Super Mario World zocken, aber dann haben wir gedacht, nein, ich werde mir das noch ein bisschen aufheben. Und mache jetzt wieder ein Ripped-Off. Games Ripped-Off. Das heißt, ich stelle wieder fünf verschiedene Spiele vor, die ich selbst noch nicht gezockt habe. Also ich weiß nicht, was sich genau dahinter verbirgt. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ausfällt oder das Fazit besser gesagt. So, da sind wir auch schon. Ja, Traumi, direkt am Start. Hallo, Servus. Jetzt tatsächlich wieder besser. Gestern war irgendwie ein bescheidener Tag, aber heute wieder besser. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hast gut gefuttert, vielleicht sogar ein Schnitzel. Ich habe das letztens echt irgendwie, weiß nicht, mit einem Auge nur gelesen, haben wir gedacht, hä? Dann ist da ein Schnitzel und ich habe Bock auf einen Schnitzel und dann würde ich gerne eins haben, aber hast gemeint, du bist nur fertig mit dem Schnitzel. Wandern? Ja, bei uns ist das Wetter eher meh. Also so, ich soll sagen, kurz vorm Regen, vielleicht wird es auch bald regnen. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich war heute schon draußen, 22 Grad, perfekte Temperatur für mich. Ich hoffe, ihr habt gutes Wetter. Ansonsten seid gut eingepackt. Wie auch immer, jetzt geht es nicht um Wandern, jetzt geht es um Swoboda 1945. Das soll das erste Game in der Liste werden. Danach geht es weiter mit Space Seals. Was habe ich noch? Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. 2D und Top D? Oder 2D? Na, wahrscheinlich 2D. Also 2D und Top D. Dann Satori. Und das letzte in der Liste ist Rebel Galaxy. Ist ein. Also gerade das letzte ist von Epic Games ein Free Game. Was bis heute 17 Uhr noch gratis runtergeladen werden kann. Bin gespannt, wie es reinhaut oder auch nicht. Es gab ja jetzt schon zwei Spiele, die ich mal dort getestet habe, die ganz okay waren. Aber jetzt noch nichts, wo ich wirklich hängen bleiben würde. Ja, na, da, also wenn du sagst, du bist fertig wie ein Schnitzel, dann gehe ich schon davon aus, dass das eher in die Richtung ist, wie du es beschreibst. Ich habe den Ausdruck so noch nicht gehört, aber ich habe mir das schon zusammenreimen können. Wenn du Joke raus hast, darfst du kein Leerzeichen hinten nachmachen. Okay, dann starten wir mal mit. Ich habe den Namen instant vergessen, aber er wird, glaube ich, eh gleich angezeigt. Genau, Liberation Swoboda 1945 Liberation. Ich habe mich da kurz reingelassen. Es geht, wie man auch unschwer sieht, irgendwie auch um die Nazi-Zeit. Aber was genau, weiß ich nicht. Und die Musik ist irgendwie ganz nice am Anfang. Auch wenn es nur ist. Also typische Kriegszeit halt, aber ich wollte eigentlich nicht den Vorspann sehen, sondern ich wollte ins Spiel einsteigen. Play? Okay, vielleicht Maus und Tastatur. Okay, ja. Kein Controller. Are fictional, but they are based on. Das sieht man in Spielen selten. Based on. Also basierend auf wahren Begebenheiten. Es kann nur sein, dass ich den Sound noch kurz anpassen muss.
Beziehungsweise kann nicht sein, ist sogar so. Ich spare mal wieder die Texte vorlesen. Vykašlete se na ten průzkum, ušetříte si práci. Ta škola dělá ve vesnici zlou krev. Lidi nezajímá to, co bylo před 50 rokama. Lidi zajímá to, co bude zítra. Okay. Gehen wir es chronologisch aufsteigend durch. A ve škole zastřelili mýho bratra. To vám pan Studnička neřekl, že byl u toho 8. května 45. Pamatuju si, že teta si směla zabalit jen to nejnutnější. Kufry nesměly vážit víc než 50 kilo a balila je pod dohledem českých vojáků. Každý z místních měl možnost rozhodnout se, jestli chce jít se vsi nebo proti ní. A kdo šel proti vsi, ten musel počítat s následkama. Okay, derweil geht es um irgendwelche Cutscenes, also ich weiß nicht. Hallo Para, servus. Ich weiß nicht, ob da noch Gameplay irgendwie kommt, aber irgendwie sind das derweil nur Cutscenes. Okay, jetzt wieder nichts. Also von Gameplay kann noch nicht die Rede sein. Soll ich abheben oder was? Oh, wirklich? Was ist, wenn ich nicht abhebe? Okay. Spiel will, dass ich abhebe. Na gut. Na großes No. Alles klar, na großes No. Ich will schon instinktiv WSAD nutzen, aber ich kann nicht Auto fahren, ist ja nur eine Szene. Ja, ja, ja. Ich dachte, man hat vielleicht so ein bisschen die Wahl, ob man abhebt oder nicht. I don't know, I have to see it first and take some photos. Can't say anything from the outside, can I come in? Also, ich weiß jetzt nicht genau, was er gesagt hat, weil ich gerade gebrabbelt habe, aber die Antwort lautet, ich weiß nicht, kann ich zuerst die Fotos anschauen oder kann ich nicht sagen von außen, ich würde gerne, ob ich reinkommen kann. Ich würde sagen, ob ich reinkommen kann. Natürlich! So, da bin ich jetzt selber aufgeschmissen. Ich habe keine Ahnung, was Attic heißt. Aber es ist. Ah, ich kann oben hingehen. Das sind Kluzi z Jednotki. Nikdo z nich už nežije.
Alle tot. Tam se nedostanete. To si dávno zamknul, klepal. Hier, da können wir nicht runter. Wenn man denkt, in so ein Schuppen leben, ich weiß nicht, da ist auch alle Lebensfreude irgendwie weg. Ha, v té jsem byl u Dukly, s generálem Svobodou. To byly jatka. Šli jsme proti Němcům skoro bez munice. Ja, sie haben damit die Deutschen bekämpft, also dabei hat er es halt getragen. Za války se sem pri Němci z Reichu jezdili rekreovat. Chovali se tu jako panská rasa. Za to Češi pro ně byli pod lidi. Ja, die Deutschen haben sich halt wie im Urlaub niedergelassen. Eine Zwuschel. Ich hätte gerne die Zwuschel. Also die USA, Great Britain, die Chinesen und die Tschechen sind alle gegen die Nazis. Toho jsem si nikdy nevšiml. Kdo ví, jak dlouho to tu je? Ein Schlüssel. Ich will die Zwuschel haben. Okay, das war's offenbar. Ti viseli dole ve třídách. Ich nehme mal an, das sind irgendwelche Präsidenten oder was? Was schau her. Tak tuhle bednu jsem snad nikdy neotevřel. Ta tu asi zůstala po Němcích. Hä, das haben wir doch unten gesehen, das Bild. Das ist mein Großvater. Tak. Tak. Do you know who took these photos? Do you know the pupil in these photos? My grandfather is one of these photos. Ja, das, weil das weiß ich ja schon. Jo, tenhle? To nevím. Ale zeptejte se studničky, bydlí vedle. A chtěl s váma stejně mluvit o té demolici. Mag mit mir über die Beschädigung reden? Was ist, was, um was geht's? To nevíte, to se tady bude bourat všechno. To dostane klepal. No ten si to tady chce zbourat a postavit a rozšířit tady svoji firmu. A starostka mu to samozřejmě prodá. Proč se volně půjde abrazen? Ten by z toho rád udělal pamětní místnost. No, ale snaží se o to už strašně dlouho a nic. To asi ten návrh na památku, to je jeho další pokus, jenom jak tu školu zachránit. Der eine Typ will die Schule retten und der andere will sie niederreißen für neue Gebäude. Was denkst du darüber? Já už tady dlouho nebudu, a i kdyby, tak co nadělám, to je všechno dávno domluvený. Promiňte, mám ještě práci. Já vás doprovodím, pojďte. Pojďte. Okay, er hält sich da raus, weil er kann sowieso nichts verändern. Sieht aus wie ein Deutscher vom Kennzeichen. Ah ja. Dobrý den. Dobrý den. Hledáte někoho? Já jsem se tady narodila za války. Teď to tu vypadá úplně jinak. Tam za těmi okny jsme bydleli. Můj tata tady dělal ve škole ředitele. A, no a co? Chcete se sem vrátit? Ne, já bydlím už mnoho let v Německu. Chtěla jsem to tady jen ukázat mojí vnučce. Teď se ještě potřebujeme ubytovat. Kde tady, prosím vás, je ten penzion? Aj dolů a doprava. Děkuji. Zatím nashledanou. Nashledanou. Kurz gesprochen, die suchen irgendwas und ja, er hat sie angeleitet.
Stimmt, ein F. Ich habe das aus irgendeinem Grund ein B gelesen, aber F Frankfurt, ja, macht Sinn. Ja, wenn du das nicht weißt, trau mir, wer soll's denn wissen? Na gut, Para wird's ja auch wissen. Talk to people from Svoboda to learn as much as you can about the history of the school and figure out what your grandpa was doing in the village. Also, wir sollen mit Leuten quatschen und herausfinden, was unser Großvater im Dorf gemacht hat. You can visit different characters by clicking their portraits on the map. Können unterschiedliche Leute anquatschen, indem wir auf das Bild auf der Map klicken. Can review key memories linked to different sites of memory around Svoboda. Echt nur 80 Kilometer? Wobei, ich meine, in Deutschland Dimensionen sind nur 80 Kilometer, österreichische Verhältnisse sind 80 Kilometer eigentlich doch schon eher weiter. Also würde ich zumindest so sehen. So, dann reden wir mal mit dem Stutnitz-Dingsbums, Josef Stutnitzka, weil der will ja die Bude abreißen, so wie ich das mitbekommen habe. Oder war es Kleber? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Teacher wants to see. Achso, okay, Studnitzka will die Schule vom Abriss bewahren. Village Chronicle and Amateur Historian. Can review important information. Talk to the character by clicking on their photo. Ich klicke. Achso. Ja, ich klicke. Dobrý den. Dobrý den. To těch pamatkářů, že? Tak to je naše škola. Co jí říkáte? Starostka jí chce prodat Klepalovi. To je jeden takový místní podnikatel. A ten ji nechá zbourat. To by byla škoda, ne? Vy jste naše jediná záchrana, musí získat status památky. Pojďte dál, moc mě zajímá, co na to řeknete. Mein Jahr drin wohnen würde ich jetzt nicht, aber er will halt die Schule aufbewahren, was halt irgendwas Historisches bedeutet. Ich würde sagen, also ihr habt die Wahl zwischen, hat keinen architektonischen Wert oder das Gebäude ist historisch interessant. Ich würde sagen, es ist historisch interessant. Da Bibel. Dlouhý vypravování, ale jestli vás to zajímá, mám tady spoustu materiálů. Jsem vlastně takový místní historik amatér. Vždycky mě fascinovalo, kolik nitek vede právě k téhleté budově. Ja, da jede Menge Scheiße über dieses Gebäude, was wir uns anschauen können. Thanks, I'd like to take a look. Ja, wir schauen mal rein. Ja, viel Spaß beim Wandern, Traumi. You can turn return to documents and town cruiser at any time during the game. They will provide valuable historical context reading. Okay, wir schauen uns mal die Dokumente an. Ich kann eh. Achso, okay. Ich habe gedacht, ich kann es eh nicht lesen, aber es ist auf Englisch übersetzt. Okay, Regional National Department for Trade, bla, Recognition Basis. Josef Wacek, Employee Farmer. Foreign to Supply of Beef and Milk for Pub. Supply.
Okay, also da wurde offensichtlich Fleisch und Milch aufbewahrt, um das in den 50ern zu verteilen. Quest, Anforderung der Belohnung. Foreign pieces of German. Okay, da wurde irgendwas bestellt, also Wardrobes sind da, glaube ich, ich sag mal, Garderoben. Zwei Betten. Mit Nachtkastel, eine Toilette, ein Sofa, oder heißt es, das ist da drinnen? Weil irgendwie klingt das ein bisschen seltsam, wenn man sagt, man bestellt ein Klo. Okay. So, ich würde mal. Ich würde mal an der Stelle alte vieren. Warum? Weil erstens mal das Spiel finde ich jetzt nicht interessant zu streamen. Abgesehen davon macht es irgendwie mehr Sinn, wenn man das, wenn das jeder für sich anschaut und auch sein Urteil darüber bildet oder auch nicht Urteil bildet. Ich meine, es geht um einfach harte Fakten. Wie es halt damals im Krieg war und gewisse historische Informationen. Kann interessant sein, ja, zu Krieg an sich mag ich mich nicht äußern, zum Spiel selbst würde ich sagen, es schläfert ein. Haben wir da ein bisschen mehr erwartet. Das heißt, wir gehen weiter zu 2D oder 2D und Top D, so. Bitte Fullscreen. So. Das kann man wenigstens mit Controller spielen. Das fehlende Semikolon. Okay. Wer kennt's nicht? Das Semikolon. Extremst wichtig. Das ist ein witziger Stil. Wünsche, ich könnte so hüpfen wie du. Okay, Tutorial incoming. Warum hast du kein Hemd an? Ja, weiß ich auch nicht. So.
So, ganz kurz wieder. Okay, Sound sollte passen. Dachte, wenn alle so freundlich sind, ist auch das Schwein freundlich. Kann ich drauf springen? Okay, ich darf es gar nicht berühren. Aber einen schönen Tag. To do. Klar, weil er so ein Schriftrollen-Hein ist. To do. Aber was to do dann heißen soll? Ich meine, to do ist klar, erledigen, aber to do, den Überblick über die Glitches zu behalten. Ah, Top D, nicht 2D. Top D. Hä? Dringst in meinen persönlichen Bereich an, bewege dich. okay. Willst du Kisten, Löcher und Brücken zu bauen? Aufnehmen. Und ablegen. How easy is that? Wenn du hältst und versuchst dich zu bewegen, kannst du dich an Ort und Stelle drehen. Ah, okay. Sogar die Kameraperspektive dreht sich ein bisschen oder neigt sich zumindest. Kisten sind schwer, ich schiebe sie lieber dorthin, wo ich sie brauche. Nimm mal den Schlüssel, um die verschlossene Wände zu öffnen. Okay, ich kann sie aufnehmen oder schieben. Aber warum sollte ich sie schieben, wenn ich sie aufheben kann? Oh. Die neuen Assassinen sind zuversichtlich. Das Team arbeitet als Einheit zusammen und schuf in rasant. Das ist böse. Und jetzt ist die Welt wieder im Ungleichgewicht. Thank you.
Okay, das macht man doch glatt. Rechle zwischen 2D und Top D und bringen sie beide ins Portal. Okay. Gut, wir steuern also beide. Fuck, ich weiß jetzt schon immer, wie ich Kisten mit A. It's Rätsel time. Das ist irgendwie ganz witzig. Unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Mechaniken. Oh. Hier muss ich den Weg bauen. Der kann eh so hoch springen, kann der da nicht drüber? Oh, okay. Ah, shit. Vergessen, dass der schwarze Dings da Loch ist. Mama. Könnte eng werden. Aber es geht. Ja, wenn ich rauflaufe, lande ich in den Stacheln. Ich muss den Schlüssel einsammeln. Aber wenn ich den Schlüssel jetzt einsammle, brechen die Stacheln. Ja.
Okay. Bin noch nicht sonderlich weit, aber es ist jetzt schon irgendwie... Also wenn ich da rauf gehe... Es geht halt nicht. Gibt es einen Shortcut oder... Warte mal, kann ich... Oh! Ah! Wie war das? So. Okay. Ich wusste nicht, dass ich während dieser Sequenz da wechseln kann. Naja, und jetzt muss ich damit arbeiten. Okay, cool. Cool. So. Ah, das war... Oh! Jetzt mache ich den selben Fehler zweimal. Die Frage ist, ob mir die Löcher jetzt auch irgendwas machen. Ich glaube nicht, oder? Oh, aber die Stacheln natürlich. Oh Scheiße. Kann ich die wieder rausnehmen?
Ja, ich weiß schon. Ich darf es noch nicht ins Loch werfen. Aber wenn ich es drüber werf, ich kann es ja gar nicht werfen. Ich kann es ja nur legen. Warte, ich probiere das mal. Kann ich auf den grünen Typen draufspringen? Kann ich nicht. Aber der kann doch nicht so hoch springen. So, Quatsch. Ich hole natürlich einen Schlüssel mit dem. Da habe ich zu kompliziert gedacht. The fuck? Okay, ich glaube, das sollte man nur demonstrieren, was dieser Pfeil macht. Nämlich nach unten fallen. Wobei, irgendwie auch nicht. Ah doch, ja, ja.
So, wenn ich den Schlüssel nehme, dann fallen die Dinger runter. Beziehungsweise wenn ich dann umswitch, fallen sie runter. Nice. Easy. Es muss runterfallen. Oh, das wird jetzt knifflig. Alter. So. Oh, okay. Mist. Wobei, brauche ich ja gar nicht. Ich hole einfach als der Typ den Schlüssel. How easy is that? Wollt irgendwelche Kunststücke probieren? Okay, das ist ein Problem gerade. Also ich muss die Wände wegmachen, damit ich da rüberkomme. So viel ist klar. Der kann da nicht herumspazieren, okay. Also muss ich zuerst die Barrieren entfernen. Hä? Also während er fällt, kann er nicht mehr springen. Wie kommt der Typ darüber? Weil selbst wenn ich einen Schlüssel habe, geht oben halt die Barriere weg. Warte mal. Er kann doch nicht so weit springen, oder? Macht der Barriere weg und ich gehe wieder zurück, bringt man das irgendwie gar nichts.
na Thor. Ja, was bringt man nix? Oder kann ich den nehmen? Na. Achso, na, das haben wir gesagt, bringt nix. Ara, bist du noch da? Hast du eine Idee? Ich kann die Steine halt nicht aufheben, ich kann sie nur berühren und dann sind sie weg, aber wie hilft mir das über die Schlösser? Ist diese Kiste vielleicht nur ein Bait? Ist es vielleicht nur ein Bait und ich brauche diese Kiste gar nicht? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Oh, aber ich glaube, so geht's. Oh, Scheiße. Ah, fuck. Das war knapp. So. Wenn ich aber mit dem Grünen darüber renne, ist die Kiste weg. Wie mache ich es denn dann? Musst du erst mit dem Blauen da rein. Muss mit dem Blauen rein. Springt er so hoch? Springt er gar nicht so hoch. Von da aus. Wenn ich die Kiste in Schwarz werfe, ist sie halt weg. Ist sie nicht mehr brauchbar. Ich glaube, das ist mein Dings da. Ach Gott. Ach so. Ich weiß. Hallo, Austrian Blackie, servus. Ich weiß jetzt. Ah, Scheiße, das war nix. Da, das war zu kurz.
So, und Mist. Das, okay. Jetzt habe ich es. So, und jetzt kann ich drüber latschen. Oh, scheiße. Oh no, falschen Knopf gedrückt. So, jetzt richtigen Knopf. Okay, ich wollte schon aufgeben, aber... Huha. Oder ich würde sagen, das ist sogar ein guter Moment, um das Spiel zu beenden und ins nächste reinzuhüpfen, weil das war jetzt schon eine ordentliche Kopfnuss. Okay. Dann geht's weiter zu Space Seals. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Schauen wir mal. Können wir Controller? Ja, Controller geht. Offensichtlich irgendwas mit Geballer. Die ist ja ultra empfindlich, die Steuerung. Hä? Kann ich schießen? Wie schießt man denn? Offensichtlich brauche ich doch Maus und Tastatur. Okay. Ah, aim right mouse, fire, aim and left mouse button, change weapon, mouse scroll, crouch, left control, springen können wir auch, sprinten. Okay. Na, schauen wir mal. Wieso sind da so viele Türen? What the fuck? Ein Schuss und ich bin tot? Okay. Ah, Muni. Und andere Waffe. Hä, die machen mir sogar Schaden, wenn sie explodieren. What the fuck? Alter! Okay. Hier sterbe ich wahrscheinlich oft. Ich habe jetzt schon wieder nur mehr halber Leben. Moment, war da nicht noch eine Tür? Ja. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig mit den Sounds. Hey, bleib offen! Hallo, Tür!
Warte. Wir haben ja gelernt, explodieren. Machen Damage. Ich traue den Türen nicht mehr. Also irgendwie ist das ein komisches Prinzip mit den ganzen Schiebetüren, aber okay. Da ist was Rotes dahinter. Hey! Shit, keine Muni. Okay, das war Space Seals. Danke, wieder schon. Das Spiel strapaziert meine Nerven zu sehr. Dann machen wir weiter mit Satori. Hier, da habe ich hoffentlich, ja, nein, ist wieder Controller. Ja, was ist das? 1 von 200. Sowas finde ich ja ganz witzig, wenn mein Spieler geworfen wird und es wird nichts erklärt, aber rein gar nichts. Nicht einmal die Steuerung. Ich habe da unten Y. Ist ein Teleport oder was? LT B A, okay, springen, dashen, aber was, Y? Ich schätze mal, es ist ein Teleport. Ah, okay. RT, okay. Was zur Hölle? Offensichtlich ist meine Aufgabe, irgendwas einzusammeln. Okay, vordashen. Ich sehe schon, wo das hinführt. Das ist ziemlich auf Geschick aufgebaut. Fuck. Und Geschick ist nicht mein zweiter Vorname. Und es gibt wohl 200 von diesen Dingern, die man einsammeln muss. Wie kommt man... Gibt's Warride oder was? Ah ja, Tatsache. Die Dinger pusten mich nach oben. Dashen kann ich aber nur nach vor, nicht nach oben.
Was bringt man? Ah, okay. Auf Tab gibt es auch irgendeine Funktion. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt Y drücke? Kann ich mich dann später hier rauf teleportieren oder was? Gehen wir mal da. Oh mein Gott. Okay. Ups. Ah, damn it. Ah, okay, das ist mein Wiederkehrpunkt. Okay. Cool. Hätte man das auch geklärt. Hä? Ich sehe nicht einmal, dass man... Oh mein Gott. Da gab es ja erst vor kurzem so ein Spiel. Keine Ahnung, wie das jetzt hieß. Aber wo man als Ninja-mäßig sich durch die Level wetzen konnte. Und dann das erinnert mich das gerade. Ich bin aber viel zu schlecht für solche Games. So kommt man immer höher. Okay. Und die bewegt sich sogar. Also da sind ein Speedrun, kann ich mir schon ziemlich geil vorstellen, wenn man da so Witzeberger mäßig durch den Level jumpt. Hä? Ach, da hängt sich ein. Okay. So langsam komme ich da ein bisschen rein. Und das würde Sinn machen, wenn ich ziemlich weit oben sowas wie einen Respawn-Punkt anlege. Allerdings müsste ich erstmal nach ganz oben kommen. Nein. Oh. Von 200. Schauen wir mal, ob ich den krieg, aber irgendwie Mist. Mehr du Kackding.
Ah, da kann ich von dem Punkt noch mal starten. Was macht Tab? Ah, okay, das Tab blendet das einfach nur aus. Hä, wieso? Wieso läuft das da nicht? Ah, man muss das im Sprung machen, okay. Ja, bei mir schaut das ziemlich unbeholfen aus. Wobei, man muss ja auch das Gameplay erst lernen. Aber es wird glaube ich nicht viel besser. Da fehlt irgendwie die Reaktion. Ah, jetzt komme ich höher. Oh, da zum Beispiel ist so ein Respawn-Punkt. Y. Wobei es geht noch höher. Und jetzt auf X. Na Scheiße. Jetzt habe ich Respawn gedrückt, obwohl ich eigentlich einen Punkt setzen wollte. So. Aber noch, oh ja, es geht noch höher. Shit. Das ist doch ein guter Punkt. Jetzt bin ich annähernd am höchsten Punkt. Moment, es gibt Double Jump, das habe ich gar nicht gecheckt. Okay. Und jetzt mit X wieder zurück. Cool. Also vom höchsten Punkt aus die Dinge einzusammeln ist, glaube ich, irgendwie am gescheitesten. Nicht am schnellsten, aber auf jeden Fall am gescheitesten. Aber die bewegenden, also die, was da um und um schwirren, die sind doch mal eine andere Challenge. Ja, ich jag dem hinterher, aber ich kriege ihn nicht. Weil die sind auch schnell. Jetzt. Ich habe aber die Idee, von der anderen Seite vielleicht abfangen. Oh Scheiße. Da ist einer. Hey, den habe ich gekriegt. Also ja, wenn man das Spiel wirklich kann, dann kommt man da schon in einen geilen Flow.
frage mich halt, wenn man mit dem Level fertig ist, ob es da noch ein anderes gibt oder ob das halt irgendwie prozedural generiert ist und halt immer nur anders ausschaut, aber im Prinzip dasselbe Level ist. Aber das wäre ein bisschen langweilig. Mist. Okay. Also nach etwa einer Viertelstunde habe ich... Das ist auch komisch, das Menü. B? LB? Was ist B? Moment. B ist gar nichts. Oh, B ist leiden. Ah. Also B. Okay, man kann sliden, das ist der Wurfhaken, LT. Ich finde das Menü auch irgendwie ganz witzig gestaltet. Das ist das Sichtfeld, oder? Andere Kamera-View? Ja. Ja, kann man machen. Kann man machen. So. Und weil ich eh in den anderen Spielen eher länger hängen geblieben bin, schauen wir uns jetzt noch das letzte an. Rebel Galaxy. Ja, starte Spiel. Wieso bist du nicht Fullscreen-Spiel? Hä? Moment. Oh, okay, das war ich wohl selber. Ich habe Windows ausgewählt. Das ist offensichtlich wieder ein Maus-Tastatur-Spiel. Ah, Spiel, komm. 6 days ago, you received a cryptic message from your aunt Juno, the family black sheep, who you haven't seen or heard from in over 10 years. The message provided the access codes to the Rasputin, a near-derelict spacecraft and a relic of her younger days. Also included were the coordinates to Rust City, an out-of-the-way space station with a questionable reputation. She practically begged you to meet her there as quickly as possible. Now, after several days of travel and a few unscheduled maintenance stops, also das Intro-Video ist ja ganz nett, sag ich mal. Aber anhand von der anhand von der Untertitel kann ich mal schon ein bisschen ausmalen, wie das Spiel dann ausschauen wird. Weil ich finde, wenn man sich im Video... Opala. Okay. Wenn man sich im Video Mühe gegeben hat und dann... Achso. Zagoralon must hora. Chando Salgo Machu, Chachaduth. Hey, Judge Binks. I see you found her old ship. Bring it to the dock and meet me at the bar. I have something for you. I see you shortly. Hello. Okay, first you are going to want to get comfortable. Also, manövrieren, ja. E to increase the throttle, Q to reduce it, and use RD to steer. What? My God!
Ich hab's doch schon so leise, aber Musikballer trotzdem. Okay, also Q und E, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Und A und D, um zu steuern. The dog nearby used the mouse to look around, to fly close enough and the corner will prompt. Hold E to dock. Okay. Ey. Press W to hold. Was zwirbelt denn da mal dumm? Ach so, ja klar, A und D zum Steuern ist eh klar. Ich war ein bisschen von Q und E irritiert. Okay, buy turret. The Rasputin has two turret mounts, but only one turret in starter present. It's a good idea to visit the equipment bay and the weapon section. Install in your beta turret mount. Nennt man das so, beta turret? Meet Orzu. Mondo cambiso giunno, sando copaldo. Just tell me where my art is. Sando za monta, zango no batol, jando vo pondo zando molar. Bandu vaso todo, jando bocal, rondo zavara. What is it? Maybe a terror. Okay. Jambondo Spectre. Tantaka Lando Jasunda. Junno Bongo Kapanta. Ram Simbota. Watan Chapai. Ramdo Vei. Jandovo Va. Frantoska. Yando Bojanda. Dando Rasputin. Ando Tsupai. Ram Kon Vojara. Zazabonda. Also sorry, ich kann das irgendwie nicht ganz ernst nehmen. Kein Take. Ja, halt's mal, komm. Sanchele, it's a deal. I'm on it. Ja, Hauptsache lass mich weitermachen. Now, a new mission, the exchange. Hä? Wie komme ich denn da raus? Exit. Equipment Bay, Weapons. Beta Turret. Wie viele Credits? 7500 habe ich. Ja, her damit. Instar, yes sir. Okay. Was ist das? Secondary? Okay, das kann ich mal nicht kaufen. Aber Mission Board. Available Missions. Alles was teuer ist, würde ich sagen, ist eher schwierig. Also machen wir mal das leichtere Zeug. Da. A local trader wants revenge against Crasper. If you can destroy her, the trader will pay. She's alone, but could be dangerous. Risk low. Achso, wir können die Mission einfach alle annehmen. Dann machen wir erstmal nur die leichteren. Missions are marked as gold diamonds in your screen and radar. As you move farther away from large objects, you will accelerate to sublight speed.
View your stellar map, control to get a better view of potential destinations and routes. Okay, also ich muss mal darüber. Risk low. So. What? Discovered ring card junk field. Press and hold V to engage booster rockets. So, der fliegt von alleine, okay. Ich drück die ganze Zeit vorwärts. Hier, scheinbar sollte ich noch ein bisschen boosten. Hey, wer ist das? Message Transponder, okay. Das ist so, also rein vom Fliegen irgendwie wie heißt das? Also einerseits wie No Man's Sky, aber eigentlich wollte ich das andere, das da... Star Citizen. Von der Geschwindigkeit oder vom Gefühl der Geschwindigkeit. So, können wir bitte nochmal boosten, weil das dauert irgendwie ewig. Das dürfte passiert sein. Ich war irgendwie zu lange in diesem Boost und dann sind die überhitzt oder so. Weiß ich nicht. Wie schieße ich denn? Oh. Hä? Wieso schießt das Ding seitlich? Nein, nicht. Nein, lass das. Achso, ich drücke immer noch vorwärts. Drei. Ah, okay. Hör auf zum Boosten, hey. Ah, so kann man das. Okay, die Geschwindigkeit, okay, ja. Aber wie kann man hochfliegen? Oder kann man gar nicht hochfliegen? Ah, so kann man genauer zielen, okay. Fliegt denn da mal dumm? Dauert eine halbe Ewigkeit, bis man da ankommt. Und schade, ich dachte, es würde explodieren.
Stab. So, was ist jetzt? Collision Warning. Hä? Was heißt Collision Warning? Mit was denn? Muss ich das Ding abballern oder was? Hey. Was zur Hölle soll ich hier machen? Kann ich irgendwie scan? Scan Target. Hä? Ich scanne. Aber es passiert nichts. Switch Target? Command? What the hell? Ich habe mir gedacht, ich soll da irgendwie was tun. Und irgendwie... Zwei? Na, verdammt, ich will nicht scannen. Bounty detected. Ja, wo? Oder muss ich... Ich flieg da jetzt drauf zu, ist mir wurscht. Aber es passiert halt nichts. Ja, was Bounty detected, hey? Ich sehe halt nichts. Und das? Man, ja, okay, ich habe am Anfang ein bisschen was geskippt, aber ich meine, ich bin dann an einem Ziel und da ist kein Ziel. Muss ich irgendwas anders drücken? Shift, Alt, Space. Enter, E, na E, E ist Quatsch.
Sorry, aber ich meine, wenn ich so ein Spiel habe und da geht überhaupt nichts weiter, das ist ja einfach nur bescheiden. Ja, es waren nicht einmal 2 Stunden, aber an der Stelle mache ich den Schluss. Ich meine, ich hätte mir vielleicht ein bisschen genauer das Tutorial anschauen sollen oder ein bisschen genauer auch die Steuerung anschauen sollen. Aber wenn ich zu einem Ziel hinfliege und ich drücke alle Tasten, die ich mir in den ersten paar Minuten erklärt bekomme und es passiert aber nichts, ja sorry, dann weiß ich auch nicht. Frustrierend einfach nur. Weiß ich auch, warum das im Epic Store dann gratis drin war. Also von den ganzen Spielen, die ich heute gezockt habe, nochmal kurz Resümee. Svoboda 1945, ja, muss jeder für sich spielen. Es ist ja auch nur irgendwie herumgeklicke und nicht wirklich ein Spiel. Zumal es um eine Kriegsgeschichte geht, die auf wahren Begebenheiten ruhen soll. Also ob man sowas als Spiel rausbringen sollte, weiß ich nicht. Ein bisschen fragwürdig, aber okay, soll so sein. Jedenfalls nichts für mich, weil es einfach nur lame ist, von der Umsetzung her. Space Seals, das war mit diesen Robotergeballer, wo man instant tot ist. Horror-Schwierigkeitsgrad. Für mich absolutes, ja, also Frustgrenze instant erreicht, weil ich mag solche Spiele nicht, wo man so sofort stirbt. Das, da würde ich zumindest einen Schwierigkeitsgrad erwarten, den man dann justieren kann. Was eher in meine Richtung geht, weil es auch ein bisschen Knobelei ist, ist dieses 2D und Top D. Das war ganz nett, auch von der Idee, dass die Welten sich ändern und dann unterschiedliche Spielvarianten gespielt werden. Einmal ist es mehr so Jump'n'Run oder Jump'n'Run. Und das andere Mal ist es so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ein anderer Spielstil. Satori war dieses, ich meine, es geht in die Richtung mit Speedrun, diese Funkeldinger einsammeln. Ja, meint es nicht, aber ich sag mal, Leute, die halt auf so einer Challenge stehen, und das ist definitiv eine Challenge, wäre es auf jeden Fall interessant. Mich hat noch gereizt zu wissen, gibt es nachher noch andere Levels, die anders aufgebaut sind. Mechaniken wird es wahrscheinlich dieselben geben, aber zumindest andere Levels, die auch anders designt sind, das wäre noch interessant. Wenn ja, dann sehe ich da ein bisschen auch ein Stück weit Motivation, wo man dranbleiben kann und dann halt immer in den nächsten Level kommt, auch mit höheren Schwierigkeitsgrad natürlich. Aber ansonsten, ja, wer es mag. Und das letzte, Rebel Galaxy, was ich gerade gezockt habe, also es mag ja von der Grafik gar nicht so schlecht ausschauen. Was mich da irgendwie stört, ist dieses endlose Getexte, wo da irgendwelche Sachen erklärt wird. Ich meine, es ist zwar bei The Witcher auch viel Getext, aber da ist wenigstens ein geiles Spiel dahinter. Da ist es... Du fliegst hunderte Minuten lang, wenn du keinen Boost hast, von einem Ort zum anderen. Okay, es gibt Lichtgeschwindigkeit und so, aber trotzdem dauert es seine Zeit. Da habe ich die Geduld nicht. Aber für Leute, die halt Weltraumgeballer lieben, wie gesagt, im Epic Game Store bis 17 Uhr könnt ihr es heute noch runterladen, gratis. Und dann habt ihr es für immer. Ich werde es, glaube ich, instant löschen. Mir taugt das überhaupt nicht. Gut, das war es soweit mein Fazit. Ja, also Mario World werde ich, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn ich dann wieder online bin, zocken. Wir haben ja immer noch das Star Road zu erledigen.
Und ich habe auch noch diverse andere Games, die ich auch mal weiterzocken möchte. Das ja immer noch je nach Lust und Laune. Aber Mario World möchte ich relativ bald durchspielen. Okay, Leute, dann war es das von mir. Heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Hat trotzdem Spaß gemacht, alleine die Spiele zu erforschen und zu schauen, wie sie sich anfühlen, wie sie sich spielen. Beim nächsten Mal gibt es natürlich wieder fünf weitere Games. Und also beim nächsten Mal Games Ripped Off gibt es wieder fünf Games. Beim nächsten Mal zocken werde ich aber Mario World wahrscheinlich zocken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.